Sehr geerte Damen und Herren, herzlich willkommen zu der ersten Fortbildung im Rahmen der How I Treat-Serie in diesem virtuellen Format in einer ganz so speziellen Zeit. Es freut mich, dass so viele heute teilnehmen an diesem ersten virtuellen Meeting. Das ist ja für uns was ganz Besonderes. Es freut mich ganz besonders, den Georg Pall begrüßen zu dürfen. Und der heute zum ALK-positiven fortgeschrittenen Lungenkarzinom sprechen wird. Freut mich sehr, Georg, dass du dich bereit erklärt hast. Und ich denke, wir werden gleich mal starten. Wir werden es natürlich auch nutzen, etwas über den ESMO, vielleicht über die neuen Daten. Der Georg dürfen wir vielleicht auch schon dazu befragen. Georg, herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich darf das Wort dir übergeben. Ja, lieber Thomas, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass alle jetzt auch meinen Bildschirm gut sehen können. Herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, zu einem Thema sprechen zu dürfen, das extrem im Fluss ist. Wir werden das unter anderem daran sehen, dass es ganz rezente Daten sowohl vom Weltlungenkrebskongress im Sommer als auch vom vor wenigen Tagen abgehaltenen ESMO-Meeting geben wird. Es geht also um die Behandlung des ALK-positiven, metastasierten, nicht kleinzelligen Bronchialkarzinoms. Das ist mein Conflict of Interest Slide. Nun, ich glaube, man kann vorweg eines sagen, die Story des ALK-positiven, nicht kleinzelligen Bronchialkarzinoms ist eine Erfolgsgeschichte der modernen Onkologie. Wenn man zurückschaut, dann war es erst 2007, dass in diesem Artikel in Nature das Vorliegen von ALK-Rearrangements als genetische Treiber in einer kleinen Subgruppe des nicht kleinzelligen Bronchialkarzinoms erst beschrieben wurde. Mittlerweile wissen wir, dass diese Gruppe, je nachdem, welche Analyse man sich ansieht, zwischen 2 und 5% der bronchogenen Adenokarzinome ausmacht. Und wir haben, denke ich, vor allem auch in Österreich sehr gut gelernt, diese Patienten zu identifizieren. Wir haben, glaube ich, in Österreich ein sehr gut funktionierendes System der Reflextestung, in dem alle nichtsquamösen Bronchialkarzinome getestet werden und wo wir auch gelernt haben, dass die Immunhistochemie eine sehr wertvolle Basisdiagnostik ist, dass die FISH-Diagnostik nach wie vor auch valide ist und mittlerweile diese beiden diagnostischen Modalitäten aber mehr und mehr durch die moderne NGS-Diagnostik auch verdrängt werden, sodass ich sehr optimistisch bin, dass wir, glaube ich, in Österreich ein Setting haben, dass wir die meisten dieser Patienten auch wirklich identifizieren können und sie damit einer adäquaten Therapie zuführen können. Eine Erfolgsgeschichte, weil wir nur 3 Jahre nach Erstbeschreibung des biologischen Hintergrunds auch eine erste Therapiestudie bereits gesehen hatten, publiziert im New England Journal of Medicine, wo Crizotinib als First-in-Class-ALK-Inhibitor eine extrem hohe Wirksamkeit in der Behandlung von Patienten mit metastasiertem ALK-positiven, nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom überwiegend in der späten Therapielinie gezeigt hat. Das war ein eindrucksvoller Waterfall-Plot zum damaligen Zeitpunkt. Und diese Entwicklung ist ganz, ganz rasant weitergegangen. Und Crizotinib hat über die Stufe der Zweitlinie letztendlich die Position als Standardtherapie in der Erstlinienbehandlung der metastasierten Situation eingenommen, basierend auf einer globalen, großen Phase-3-Studie, randomisierten Phase-3-Studie der Profile 1014, die eine deutliche Überlegenheit der TKI-Therapie im Vergleich mit der Standard-Platin-basierten Doublet-Chemotherapie gezeigt hat. Ich glaube, das war auch ein wichtiges Zeichen, dass es möglich ist, durch globale Kooperation randomisierte Phase-3-Studien in einer relativ seltenen Subgruppe des nicht kleinzelligen Bronchialkarzinoms durchzuführen und somit zu einem klaren Erkenntnisgewinn zu kommen. Diese Geschichte, die nun seit 2007 anhält, die geht natürlich rasant weiter. Und Sie wissen alle, dass die Medikamente weiterentwickelt wurden und dass wir von Crizotinib, wenn wir von einem Erstgenerations-ALK-Inhibitor sprechen, mittlerweile bei der dritten Generation von ALK-Inhibitoren angelangt sind, die vor allem in zweierlei Hinsicht weiterentwickelt wurden. Das eine ist die verbesserte ZNS-Wirksamkeit, sicherlich eines der Problemfelder von Crizotinib. Und das andere ist die verbesserte Wirksamkeit bei Auftreten von Crizotinib-resistenzvermittelnden
ALK-Sekundärmutationen. Und diese Zweit- und Drittgenerationssubstanzen, die drängen nun mehr und mehr in die Erstlinientherapie. Und das führt dazu, dass wir in den letzten Jahren nun mittlerweile insgesamt 4 Studien präsentiert bekommen haben, die einen randomisierten Phase 3-Vergleich vorgenommen haben zwischen einer Zweit- oder Drittgenerations-ALK-TKI-Substanz und dem vormaligen Standard Crizotinib. Und ich möchte diese Daten mit Ihnen Revue passieren lassen. Einige davon sind, wie ich es vorhin erwähnt habe, nur wenige Tage alt. Begonnen hat das Ganze mit Alectinib und der Alex-Studie, beziehungsweise ergänzt durch die im rein asiatischen Raum durchgeführte Alesia-Studie. Ich zeige Ihnen die Daten der Alex-Studie, weil sie für unseren Raum natürlich die entscheidenden Daten waren. Alex war der randomisierte Phase-3-Vergleich zwischen Alectinib, 600 Milligramm zweimal täglich, und Crizotinib bei Patienten mit nicht vorbehandeltem ALK-positiven metastasierten nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom. In dieser Studie war kein Crossover in der Studie sozusagen vorgesehen. Primärer Endpunkt war das progressionsfreie Überleben. Wir haben mittlerweile mehrere Updates der Studie gesehen. Das ist das aktuellste Update vom ESMO letzten Jahres. Man sieht die deutliche Überlegenheit von Alectinib gegenüber Crizotinib mit einer Hazard Ratio von 0,43 und einem medianen progressionsfreien Überleben von sage und schreibe 34,8 Monaten im Vergleich mit den immer wieder in den Studien zu findenden etwa 10 bis 11 Monaten für Crizotinib. Lange Zeit war die Frage, schlägt das letztlich auch in einen Benefit im Gesamtüberleben über? In den ersten Analysen war das in den Kurven nicht sichtbar. Das ist die letzte Auswertung vom heurigen ASCO-Meeting vor dem Sommer präsentiert, wo man erstmals doch ein merkbares Auseinanderweichen der beiden Kurven sieht und wo Alectinib mit einer Hazard Ratio von 0,67 und einem P-Wert von 0,037 Crizotinib auch im Gesamtüberleben signifikant überleben ist. Einer der Effekte ist sicherlich die hohe ZNS-Wirksamkeit von Alectinib, hier auf der linken Seite dargestellt, das PFS bei Patienten mit ZNS-Metastasen, deutlich verbesserte Hazard Ratio von 0,4, rechts die Patienten ohne ZNS-Metastasen zum Studieneinschluss, auch hier Alectinib deutlich überlegen. Die Zeit bis zur Entstehung von ZNS-Metastasen bis zum ZNS-Progress, auch hier links dargestellt für die Patienten mit ZNS-Metastasen zum Studieneinschluss, rechts für die Patienten ohne ZNS-Metastasen. Und man sieht, dass Alectinib hocheffizient ist, auch in der Verhinderung von neuen ZNS-Metastasen, in der Verhinderung des ZNS-Progress, also hier einen protektiven Effekt hat. Und das Ganze war nicht nur von besserer Effektivität gekennzeichnet, sondern letztlich auch von geringerer Toxizität, vor allem weniger gastrointestinale Toxizität, weniger Hepatotoxizität unter Alectinib. Und die Alectinib-typischen Nebenwirkungen relativ selten, vor allem gelegentliche Muskelschmerzen, manchmal auch im Labor messbare CK-Erhöhungen, leichte Gewichtserhöhungen, aber insgesamt ein doch sehr, sehr günstiges Verträglichkeitsprofil. Das hat dazu geführt, dass Alectinib zur Standardtherapie wurde und nun in der Folge neue Daten präsentiert wurden zu Zweit- und Drittgenerations-ALK-TKIs in dieser Erstliniensituation. Und die nächste Substanz, die hier Daten geliefert hat, war Brigatinib, ebenfalls ein ALK-Inhibitor der zweiten Generation. Und die entsprechende First-Line-Studie dazu ist die sogenannte ALTA 1L-Studie, die mittlerweile auch mehrfach bereits präsentiert wurde. Das sind die abgedateten Daten vom letztjährigen ESMO Asia Ende des Jahres 2019 präsentiert. Ein zu Alex sehr, sehr ähnliches Design. Auch hier Patienten mit ALK-positivem fortgeschrittenem NSCLC, die keinen ALK-Inhibitor in der Vorbehandlung erhalten hatten. Ein kleinerer Teil der Patienten hatte eine Linie Chemotherapie zuvor bekommen. Und dann die Randomisierung zwischen dem vormaligen Standard Crizotinib und Brigatinib in der typischen Dosierung von Brigatinib, wo über eine Woche
eine reduzierte Dosis von 90 Milligramm einmal täglich verabreicht wird und dann die Dosis auf 180 Milligramm einmal täglich erhöht wird. Sehr einfache und für den Patienten sicherlich vorteilhafte Einnahme einmal täglich verabreicht bis zur Progredienz. In dieser Studie war ein Crossover innerhalb der Studie auch vorgesehen. Primärer Endpunkt war das unabhängige progressionsfreie Überleben, also von einem unabhängigen radiologischen Komitee definierte progressionsfreie Überleben. Das sind die Daten dazu und man sieht das auch in der ALTA-1L-Studie, die Zweitgenerationssubstanz, in diesem Fall Brigatinib, dem vormaligen Standard Crizotinib eindeutig überlegen war. Die Hazard Ratio 0,49, wenn man sich das Ganze Investigator Assessed sozusagen ansieht, dann ist der Benefit ähnlich, die Hazard Ratio nur geringfügig, besser 0,43. Wie sieht das aus bei Vorhandensein oder Fehlen von ZNS-Metastasen zum Studieneinschluss? Nun, man sieht hier unten Brain Metastasis at Baseline. Wenn diese ZNS-Metastasen vorhanden waren, die Hazard Ratio noch beeindruckender, 0,25, also auch Brigatinib eine Substanz mit sehr, sehr hoher ZNS-Wirksamkeit. Bei Fällen von ZNS-Metastasen Hazard Ratio 0,65, auch dies statistisch signifikant. Es machte keinen Unterschied, ob die Patienten zuvor einmal mit Chemotherapie behandelt worden waren oder nicht. Und was die ethnische Zugehörigkeit betrifft, das ist natürlich in diesem Setting für uns auch immer wichtig, die Daten für asiatische Patienten weichen manchmal von den kaukasischen Patienten etwas ab, aber in dieser Studie auch hier in beiden Patientengruppen ein deutlicher Benefit zugunsten von Brigatinib. Noch ein wenig mehr Informationen zu der ZNS-Metastasierung, das sind die Kaplan-Meier-Kurven, hier für die Patienten links mit ZNS-Metastasen at Baseline. Man sieht hier diese beeindruckende Hazard Ratio von 0,25. Rechts die Kurven für die Patienten ohne ZNS-Metastasen zum Studieneinschluss. Hazard Ratio 0,65. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Und auch hier der protektive Effekt wiederum einer Zweitgenerationssubstanz zu sehen. Die Patienten mit ZNS-Metastasen zum Einschluss, die ein deutlich besseres, auch intrakranielles, progressionsfreies Überleben zeigen. Das heißt, die Substanz ist auch in der Lage, die ZNS-Progredienz deutlich hinauszuzögern. Was die Daten zum Gesamtüberleben betrifft, ist die Nachbeobachtungszeit für ALTA-1L noch deutlich geringer als in der Alex-Studie. In der letzten Auswertung zeigte sich hier noch kein Unterschied. Die Hazard Ratio bei 0,92 insgesamt ist hier die Crossover-Rate bisher bei 44% gelegen. Ich glaube, dass wir hier noch weitere Analysen mit längerem Follow-up abwarten müssen, bevor wir hier eine endgültige Antwort geben können. Nun, das Toxizitätsprofil von Brigatinib ist insgesamt auch günstig. Entschuldigen Sie die etwas unübersichtliche Darstellung auf dieser Tabelle. Was sehen wir unter Brigatinib? Auch hier gibt es Erhöhungen der CK, also eine gewisse Muskeltoxizität. Es gibt Erhöhungen von hepatischen Transaminasen. Es gibt im Labor messbare Lipase-Erhöhungen, aber insgesamt wenig schwere Toxizität. Man sieht, die Grad 3, 4 Toxizitäten sind selten. Eine wichtige Toxizität, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, ist die pulmonale Toxizität, die vor allem in der Anfangsphase der Brigatinib eine Rolle spielt und die auch zu diesem speziellen Dosierungsschema mit dieser Run-In-Phase geführt hat. Da komme ich extra noch drauf zu sprechen. Dosisreduktionen toxizitätsbedingt waren unter Brigatinib bei 38% der Patienten erforderlich. Toxizitätsbedingte Therapieabbrüche bei 13%. Wie versprochen, noch ein Wort zu diesen Early-Onset pulmonalen Nebenwirkungsevents. Nun, man sieht, dass in der Second-Line-Situation nach einer Crizotinib-Vorbehandlung die Häufigkeit etwas höher ist. Das waren etwa 6% der Patienten und man hat in den Analysen gesehen, dass höheres Alter ein gewisser Risikofaktor für diese pulmonale Toxizität ist. Im First-Line-Setting lag die Häufigkeit bei etwa 3%.
Und diese Toxizität kommt typischerweise ganz früh in der Behandlungsphase, in den ersten 7 Tagen, im Median bereits am zweiten Tag und äußert sich mit Dyspnoe, Husten, Hypoxie, zum Teil auch mit radiologisch sichtbaren interstitiellen Infiltraten. Da gilt es also, ein Auge drauf zu haben, und das Management gibt ganz klar vor, dass in diesen Fällen eine Therapieunterbrechung erfolgen muss. Bei höhergradigen Events ist eine Fortführung der Therapie nicht zu empfehlen. Ist es nur eine milde Symptomatik, so kann man nach Abklingen der Symptome, was in aller Regel relativ rasch sich einstellt, wenn die Therapie unterbrochen wird, versuchen, die Therapie in niedriger Dosierung wieder aufzunehmen. Nun, in den letzten Wochen gab es weitere Daten zu Zweit- und Drittgenerations-ALK-TKIs. Ich möchte Ihnen die wichtigsten davon zeigen. Das eine sind Daten zu einem Präparat, das in unseren Breiten nicht wirklich verbreitet ist und wo eigentlich noch niemand von uns wirklich Erfahrung damit hat. Das ist Ensartinib, und die entsprechende Studie ist die EXALT-3-Studie. Hier haben wir erste Daten am WCLC virtuellen Presidential Meeting im Sommer gesehen. Wiederum das Design sehr, sehr ähnlich wie in den zuvor gezeigten Studien. Der Standardarm Crizotinib, der experimentelle Arm Ensartinib 225 Milligramm täglich. Patienten, die noch keinen ALK-Inhibitor erhalten hatten. Auch hier war Vorbehandlung mit einer Chemotherapielinie erlaubt. Auch hier gab es kein Crossover und auch hier war das progressionsfreie Überleben der primäre Endpunkt. Auch das war eine globale Studie mit etwas mehr als der Hälfte der Patienten aus dem asiatischen Bereich, etwa 45% aus dem nicht-asiatischen Bereich und einem recht hohen Prozentsatz an Patienten mit ZNS-Metastasen bereits at baseline, 33 versus 39%. Und Sie sehen, etwa ein Viertel der Patienten hatte eine Linie Chemotherapie zuvor erhalten. Das sind relativ preliminäre Daten. Hier der primäre Endpunkt, wiederum das unabhängig bestimmte progressionsfreie Überleben. Auch hier ist Ensartinib, Crizotinib überlegen gewesen. Sie sehen wiederum die Hazard Ratio in etwa im Bereich von 0,5. Medianes progressionsfreies Überleben 12,7 versus 25,8 Monate. Also auch hier ein deutlicher Benefit. Zur ZNS-Wirksamkeit gibt es noch relativ wenig Information, aber die Patienten, die messbare ZNS-Erkrankung hatten, zeigten unter Ensartinib doch durchgehend ein gutes Ansprechen, ein etwas tieferes Ansprechen auch als unter Crizotinib. Aber Sie sehen, die Patientenzahlen hier noch sehr, sehr klein. Die Toxizitäten unter Ensartinib, hier ist vor allem hepatische Toxizität im Sinne von Transaminasenerhöhungen zu erwähnen und eine gewisse kutane Toxizität. Sie sehen Rash hier doch relativ häufig, zum Teil auch in etwas höherem Schweregrad, auch Juckreiz, Pruritus hier durchaus zu finden. Also ich denke auch hier Nebenwirkungen, die es gilt im Auge zu behalten, aber die im Großen und Ganzen auch gut managebar sind. Wir sehen auch hier Dosisreduktionen bei etwa 24% der Patienten, Therapieabbrüche bedingt durch Toxizität bei 9%. Also alles im ähnlichen Range wie in den zuvor gezeigten Studien. Die Daten, die ich Ihnen jetzt zeige, die sind nur ganz wenige Tage alt. Die wurden mit Spannung erwartet, nämlich Daten zur ersten Drittgenerationssubstanz, die sich hier im First-Line-Setting versucht, nämlich Lorlatinib. Und die entsprechende Studie dazu ist die sogenannte Crown-Studie. Sie wurde in einer der Presidential Sessions des ESMOs an diesem Wochenende präsentiert. Und ich zeige Ihnen die wichtigsten Ergebnisse. Das ist das Design, es wiederholt sich. Auch hier ist es der Vergleich zwischen Crizotinib und der experimentellen Substanz, in dem Fall eben Lorlatinib in der Dosis von 100 Milligramm einmal täglich. Patienten ohne vorangegangene systemische Therapie mit fortgeschrittenem ALK-positivem NSCLC. Es war hier die Behandlung von Patienten mit ZNS-Metastasen erlaubt und auch hier war der primäre Endpunkt das progressionsfreie Überleben wiederum von einem unabhängigen Komitee sozusagen definiert. Und das sind die Ergebnisse zu diesem primären Endpunkt.
Man sieht ein ähnliches Bild, Lorlatinib ist Crizotinib deutlich überlegen und man sieht eine doch beeindruckende Hazard Ratio in dieser ersten Analyse von 0,28, das mediane progressionsfreie Überleben im Lorlatinib-Arm noch nicht erreicht. Für Crizotinib die erwartbaren, vielleicht etwas unter der Erwartung liegenden 9,3 Monate. Subgruppenanalysen bezüglich des progressionsfreien Überlebens. Nun, was interessiert uns? Es interessiert uns natürlich wiederum der Unterschied zwischen asiatischen und nicht-asiatischen Patienten. In dem Fall ist es hier so gewesen, dass in der nicht-asiatischen Kohorte der Effekt nochmal deutlicher ausgeprägt war, mit einer Hazard Ratio von 0,19 gegenüber 0,47 in der asiatischen Kohorte. Und natürlich auch die Frage, wie sieht das aus bezüglich der Patienten mit oder ohne ZNS-Metastasierung at Baseline. Für die Patienten mit ZNS-Metastasen die Hazard Ratio bei 0,2. Die Patienten ohne ZNS-Metastasen, auch sehr beeindruckend, muss man sagen, Hazard Ratio von 0,32. Was die ZNS-Wirksamkeit von Lorlatinib betrifft, wissen wir, dass die Substanz extrem gut in das ZNS penetriert, dass sie so designt wurde, dass eben die ZNS-Gängigkeit hier sehr, sehr hoch ist und das spiegelt sich auch in den ersten Daten wider. Wir sehen hier zwar noch eine kleine Gruppe von Patienten mit messbarer ZNS-Metastasierung at Baseline, das waren 17 Patienten im Lorlatinib-Arm und 13 Patienten im Crizotinib-Arm, aber man sieht, die Ansprechrate im ZNS für Lorlatinib mit 82% sehr, sehr hoch gegenüber 23% für Crizotinib und beeindruckende 71% dieser 17 Patienten haben im ZNS eine komplette radiologische Remission unter Lorlatinib erreicht. Diese hohe ZNS-Wirksamkeit spiegelt sich auch wieder in der intrakraniellen Progression. Man sieht hier, dass es unter der Therapie mit Lorlatinib nur in einzelnen Fällen bei 5 Patienten zu einem ZNS-Progress gekommen ist und die Erfassung des ZNS-Progress war in dieser Studie mittels MRT-Untersuchungen, seriellen MRT-Untersuchungen sehr, sehr exakt und der Wert bei Crizotinib doch deutlich höher ist, im selben Zeitraum 45 Patienten mit einer ZNS-Progredienz, die Hazard Ratio für diesen Endpunkt mit 0,07 sehr, sehr beeindruckend. Gesamtüberleben, sicherlich ein sehr früher Zeitpunkt für die Beurteilung, die Daten noch nicht reif, wirklich viel kann man hier noch nicht herauslesen, einen kleinen, geringen Trend zugunsten von Lorlatinib mit einer Hazard Ratio, die derzeit bei 0,72 liegt. Aber diese Ergebnisse sind sicherlich noch extrem mit Vorsicht zu genießen. Wie sieht es mit der Toxizität aus? Nun, Lorlatinib ist hier sicherlich ein wenig gesondert zu betrachten im Vergleich zu den anderen ALK-TKIs. Es gibt hier substanztypische Toxizitäten. Das eine ist die Hyperlipidämie. Man sieht relativ häufig Hypercholesterinämien, Hypertriglyceridemien, die auch sehr häufig therapiebedürftig werden, sich aber mit Statinverabreichung in aller Regel sehr gut und effektiv behandeln lassen. Dann sieht man Ödemneigungen, Zunahme des Körpergewichts, auch das etwas, was bei Lorlatinib stärker ausgeprägt ist als bei den anderen ALK-TKIs und eine gewisse Neigung zur Neuropathie bis hin zu neurokognitiven Effekten, die auch bis zu Depressionen führen können. Das ist nicht allzu häufig, aber es ist in der klinischen Praxis durchaus zu beobachten. Und hier ist sicher eine gewisse Lernkurve wichtig im Umgang mit dieser Substanz, dass wir von Anfang an diese Nebenwirkungen auch richtig managen, um den Patienten auch auf Therapie zu halten. Lebensqualitätsanalysen wurden ebenfalls gezeigt und man sieht in diesen ersten Analysen, dass Lorlatinib die globale Lebensqualität gegenüber Crizotinib verbessert und auch im zeitlichen Trend ist das Auseinanderweichen dieser Kurven in der Verbesserung der Lebensqualität hier recht deutlich zu erkennen. Das heißt, wie sieht unsere Realität nun aus? Die Realität ist, dass wir 4 Studien haben, in denen Substanzen der zweiten und der dritten ALK-TKI-Generation Überlegenheit gegenüber Crizotinib gezeigt haben
wir aber keine Head-to-Head-Vergleiche zwischen diesen Zweit- und Drittgenerationssubstanzen derzeit zur Verfügung haben und vermutlich diese auch nicht bekommen werden. Wir können also nur indirekt Studien miteinander vergleichen. Das ist eine Tabelle, die Christine Lovely im Rahmen der ESMO Presidential Session und der Diskussion der Crown-Daten hier gezeigt hat. Man sieht, dass in der Crown-Studie die Hazard Ratio mit 0,28 hier sicherlich etwas, was das progressionsfreie Überleben heraussticht, dass ansonsten die Daten aber doch sehr, sehr gut miteinander vergleichbar sind und dass es gewisse Unterschiede im Toxizitätsprofil gibt, wo hier sicherlich Lorlatinib auch eine besondere Eigenständigkeit aufweist mit den Toxizitäten, die ich vorhin bereits schon erwähnt habe, die relativ substanztypisch sind. Wonach können wir also nun in der Erstlinientherapie unsere Entscheidung treffen? Und wir müssen natürlich Effektivitätsdaten einbeziehen, das Toxizitätsprofil einbeziehen, Einnahmemodalitäten, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die bei manchen Medikamenten wie bei Lorlatinib sicherlich etwas mehr Beachtung finden müssen als zum Beispiel bei Alectinib. Die ZNS-Effektivität, das heißt die Frage, ist eine ZNS-Metastasierung vorhanden? Ja oder nein? Und vielleicht in Zukunft auch ein gewisses Kriterium der Medikamentenpreis. Gibt es über diese Kriterien hinaus Möglichkeiten, rational eine Erstlinientherapie auszuwählen anhand von anderen Markern, wie zum Beispiel Biomarkern? Und davon ist, glaube ich, nichts derzeit für die tägliche Praxis geeignet. Es gibt ein paar Kandidaten dafür. Wir wissen, dass nicht alle Alkfusionen gleich sind, sondern wir wissen, dass es, was die Fusionspartner gibt, Unterschiede gibt. Der häufigste Fusionspartner ist ja EML4 und auch dieses EML4 kann über verschiedene Bruchpunkte mit dem ALK-Gen fusionieren. Da gibt es zwei Varianten, die Variante 1 und die Variante 3, die hier deutlich die häufigsten Varianten sind. Und wir wissen aus kleinen Untersuchungen, dass das für den Verlauf der Erkrankung unter einer TKI-Therapie unter Umständen einen Unterschied machen kann, vor allem wenn es darum geht, welche Resistenzmechanismen sich entwickeln. Es gibt hier eine Publikation 2018 im JCO, die zeigen konnte, dass unter einer Zweitgenerations-ALK-TKI-Therapie bei Vorliegen einer ALK-Variante 1 sekundäre ALK-Mutationen insgesamt seltener sind als bei Vorliegen einer Variante 3. Geht der 1 Zukunft wichtig sein, bei Vorliegen einer Variante 3 vielleicht schon upfront eine Therapie zu verabreichen, die gegen eine G1202R-Mutation ist. Das ist aber etwas anderes, was wir im Auge behalten müssen, wenn wir über die Ovens sprechen, ist ja wieder die Frage vermutierten Drittgenerationssubstanzen in der Erstlinientherapie einzusetzen oder ist die sequentielle Therapie unter Umständen hier die sinnvollere Strategie? Was wir wissen, ist, dass der sequentielle Einsatz von verschiedenen ALK-TKIs dazu führt, dass über den zeitlichen Verlauf hinweg unterschiedliche Resistenzmechanismen, unterschiedliche Resistenzmutationen erworben werden, sodass am Schluss sehr komplexe Resistenzmuster, sogenannte Compound-Resistenzmutationen auftreten, die unter Umständen therapeutisch schwieriger sind. Das könnte ein Argument sein, auch die effektivsten Substanzen wie zum Beispiel Lorlatinib upfront einzusetzen. Unsere momentane Situation, Zulassung und Verfügbarkeit vorausgesetzt, ist die, dass wir in der Erstlinientherapie vier Substanzen theoretisch zur Verfügung haben: Alectinib, Brigatinib, Ensartinib und Lorlatinib. Und wir müssen hier natürlich auswählen. Und das ist letztlich auch damit verbunden mit der Frage, ja, was machen wir denn im Falle einer Resistenz dann in der zweiten Therapielinie? Und das spielt wiederum in den Bereich der Resistenzmechanismen hinein. Wir wissen, dass unterschiedliche Mechanismen zu einer Resistenz gegen ALK-TKIs führen können. Der häufigste und
praktisch wichtigste Resistenzmechanismus ist eben das Auftreten von sekundären Mutationen im ALK-Gen, die dazu führen können, dass die TKIs nicht mehr ihre Wirkung entfalten können. Da gibt es eine ganze Reihe von beschriebenen ALK-TKIs. Es gibt zumindest aus dem von ALK-Mutationen und es gibt zumindest aus dem Labor auch solche Charts, wie Sie es hier sehen, die da letztlich suggerieren, dass die Wirksamkeit bestimmter ALK-TKIs unterschiedlich ist bei Vorliegen verschiedener Resistenzmutationen. Prospektive Daten, die das allerdings im klinischen Studiensetting so auch bestätigen, gibt es dafür nur sehr, sehr wenige. Wie gehen wir also vor in dieser Situation der Therapiewahl? Nun, wir müssen uns überlegen, wie ist die Wirksamkeit der Substanzen in der Resistenzsituation. Da wissen wir von Lorlatinib, dass nach Vorbehandlung mit Zweitgenerations-TKIs Lorlatinib über eine relevante Wirksamkeit verfügt. Ansprechraten hier in etwa bei 35%, das mediane progressionsfreie Überleben bei 6 Monaten. Das ist gut, aber das ist natürlich deutlich weniger, als wir das für die TKIs in der Erstliniensituation sehen. Lorlatinib verfügt über eine gute Wirksamkeit bei der therapeutisch problematischen G1202R-Mutation. Und da gibt es wahrscheinlich für Lorlatinib doch die robustesten Daten, was die Wirksamkeit in diesem speziellen Setting betrifft. Wie sieht es aus mit Brigatinib nach Vorbehandlung mit einem Zweitgenerations-ALK-TKI wie zum Beispiel Alectinib? Da gab es lange Zeit nur eine sehr kleine Serie mit einer moderaten Wirksamkeit, das Ansprechen 17%, das mediane progressionsfreie Überleben bei 4,4 Monaten. Vom letzten ASCO gibt es die J-ALTA-Studie, die das auch nochmal untersucht hat in einem rein asiatischen Patienten, gut, also Patienten, die nach Alectinib zum Teil auch zusätzlich noch Crizotinib vor Behandlung dann Brigatinib erhalten haben. In dieser Studie sieht das wieder etwas optimistischer aus, das Ansprechen hier bei diesen etwa 30%, wie wir das auch von Lorlatinib kennen, und das mediane progressionsfreie Überleben bei doch respektablen 7,3 Monaten. Die Chemotherapie unter Umständen auch in Kombination mit Immuntherapie. Wir wissen aus der IMPower 150-Studie, dass es hier Daten auch für EGFR-mutierte Tumore gibt. Spielt die eine Rolle? Nun, es gab eine interessante Arbeit in 2019 zur Wirksamkeit von Lorlatinib in Abhängigkeit davon, ob in der Resistenzsituation zuvor eine ALK-Mutation nachweisbar war oder nicht. Sozusagen als Surrogatmarker dafür, ob der Tumor weiterhin als ALK-abhängig angesehen werden kann oder nicht. War die ALK-Mutation vorhanden, so war die Wirksamkeit von Lorlatinib deutlich besser mit einem medianen progressionsfreien Überleben von 11 Monaten. War die sekundäre ALK-Mutation nicht nachweisbar und somit der eigentliche Resistenzmechanismus auch unklar, war die Wirksamkeit von Lorlatinib deutlich geringer mit einem medianen progressionsfreien Überleben von lediglich 5,4 Monaten. Und da kommt man dann auch schon in Bereiche, wo die Chemotherapie durchaus mithalten kann. Das sind Daten zum Beispiel zur Wirksamkeit einer Kombination Platin-Pemetrexed nach Vorbehandlung mit einem Zweitgenerations-ALK-TKI. Und man sieht, die Chemotherapie schafft es hier auch auf eine Ansprechrate von etwa 30% das mediane progressionsfreie Überleben von 4,3 Monaten. Wie gehen wir vor? Wir versuchen nach Erstlinienbehandlung in der Resistenzsituation eine Rebiopsie durchzuführen, versuchen die Probe molekularpathologisch aufzuarbeiten und uns in der Wahl der zweiten Therapielinie auch natürlich nach Möglichkeit nach diesen Ergebnissen zu richten. Bis vor kurzem war Alectinib unsere Standardtherapie und die meisten Patienten haben dann in der Zweitlinie Lorlatinib erhalten. Mit den Daten, die wir haben, ist aber sicherlich auch die Gabe von Brigatinib hier eine mögliche Alternative, auch die Gabe einer platinbasierten Chemotherapie. Für die Gabe von Lorlatinib oder Brigatinib spricht sicherlich das Fehlen einer Rebiopsie, wenn diese nicht möglich ist, das Vorliegen einer sekundären ALK-Mutation auf Basis der vorhin gezeigten Daten, dass diese Tumore wohl eher noch als ALK
abhängig eingestuft werden können und das Vorliegen eines ZNS-Befalls, weil die ZNS-Wirksamkeit der TKI sicherlich höher einzustufen ist als jene der Chemotherapie. Sehen wir in der Rebiopsie keine sekundäre ALK-Mutation, haben wir keinen ZNS-Befall und vielleicht unter der Erstlinientherapie nur einen vergleichsweise kurzen Benefit der TKI-Therapie gesehen, vielleicht auch bei Patienten mit beträchtlicher Raucheranamnese noch dazu, dann denke ich, dass auch in der Zweitlinienbehandlung die Chemotherapie schon eine überlegenswerte Alternative sein kann. Beginnt man mit Brigatinib, ist das, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Die erste Option sicherlich Lorlatinib, die Chemotherapie eine zweite Option bei Vorliegen der erwähnten Kriterien zu erwägen. Für Ensartinib haben wir wenig Information. Ich würde auch hier Lorlatinib wohl als die erste Therapiewahl, die Chemotherapie und Brigatinib als die zweite Therapieoption ansehen. Und das Problem ist, dass wir für die Resistenzsituation nach einer Upfront-Lorlatinib-Therapie noch sehr, sehr wenig bis keine Informationen zur Verfügung haben und hier wohl die Patienten in der zweiten Linie am ehesten mit einer Chemotherapie behandelt werden müssen. Für noch spätere Therapielinien kann man nur ein paar Grundsätze erwähnen. Ich glaube, die TKI-Therapie in späterer Linie ist immer eine Option, vorzugsweise nach Rebiopsie, aber wir wissen auch, dass die Ansprechraten hier doch kontinuierlich abnehmen. Vergessen wir nicht die Standard-Chemotherapie-Optionen. ALK-positive NSCLCs dürften durchschnittlich sogar etwas bessere Chemotherapie-Responsivität aufweisen als ein unselektioniertes Patientengut von NSCLC-Patienten. Die Immunmonotherapie nach allen Analysen, die wir bisher retrospektiv haben, dürfte nur minimale Erfolgsaussichten in dieser Subgruppe von Patienten haben. Und auch die Möglichkeit einer TKI-Rechallenge, also das Wiederverwenden eines TKIs, den man vielleicht in früherer Therapielinie schon mal eingesetzt hat, insbesondere vielleicht nach einem längeren TKI-freien Intervall, ist sicherlich etwas, was man in Betracht ziehen kann. Was wird uns beschäftigen? Es wird weiter spannend bleiben. Wir werden weitere Daten zu den First-Line-Studien bekommen. Diese Qual der Wahl, die wir da haben, wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Diese Frage Best First versus Sequencing wird uns beschäftigen. Wir werden uns überlegen müssen, ob wir vielleicht schon upfront Kombinationstherapien durchführen, wie wir das auch bei den EGFR-mutierten Tumoren ja jetzt diskutieren. Mit Chemotherapie, es laufen Studien zur Kombination mit MEK-Inhibitoren, mit IGF-Inhibitoren. Da wird noch einiges an Daten auf uns zukommen. Ich glaube, wir werden uns damit beschäftigen müssen, dass auch die ALK-positiven Tumore keine ganz homogene Gruppe von Tumoren sind, sondern dass man hier auch Subtypisierungen vielleicht auf Basis von Komutationen vornehmen muss. P53 wird hier immer wieder diskutiert, dass wenn es gemeinsam mit der ALK-Fusion vorkommt, offensichtlich zu einer schlechteren Prognose führt. Und wiederum in Analogie zu den EGFR-mutierten Tumoren wird uns auch die Frage beschäftigen, ob wir Patienten mit ALK-positiven Tumoren, die einer kurativ intendierten Operation zugeführt wurden, in der adjuvanten Therapiesituation mit einem TKI behandeln sollen. Da sind ebenfalls Studien unterwegs. Ergebnisse dafür gibt es allerdings noch keine. Ich darf damit zusammenfassen. Ich glaube, dass ALK-positive NSCLCs eine Erfolgsgeschichte der Onkologie sind, steht außer Zweifel. ALK-TKI sind die Standard-Erstlinientherapie im metastasierten Setting. Wir haben zwei zugelassene Optionen derzeit, Alectinib und Brigatinib, und wir haben zwei Optionen, was die Zulassung betrifft, in der Warteschleife. Das ist Ensartinib und Lorlatinib. Über die Therapiewahl habe ich gesprochen. Die Therapiesequenz ist über weite Strecken nicht wirklich evidenzbasiert. Rebiopsien aus meiner Sicht durchaus wünschenswert, weil sie zumindest in manchen Fällen Informationen liefern können, die hilfreich sind. Aber sie ist sicherlich nicht als obligat anzusehen. Vergessen wir nicht auf die Chemotherapie. Auch die ist bei diesen Patienten durchaus wirksam. Und die Zukunft ist, glaube ich, ein großes Fragezeichen. Wir haben noch viele offene Fragen und wir werden, glaube ich, spannende Antworten darauf erhalten. Und damit danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Georg, vielen herzlichen Dank für diese, wie gewohnt, ausgezeichnete
Übersicht und Zusammenfassung und für die schöne klinische Relevanz von der Darstellung. Ich habe eine Frage bekommen. Ist eine vorbestehende manifeste Depression als Kontraindikation für Lorlatinib zu sehen? Ich denke, es ist keine explizit ausgeschriebene Kontraindikation, aber nachdem wir doch Alternativen haben, ist das, denke ich, in der täglichen Praxis schon ein Argument, auf einen anderen DKI auszuweichen, der diese neurokognitiven Nebenwirkungen nicht hat. Jetzt vielleicht noch eine Frage, Georg. Du hast gesagt, die Auswahl in der Erstlinie kann auch anhand des Fusionspartners passieren. Jetzt machen wir im klinischen Alltag häufig die Immunhistochemie auch als Screening für die ALK-Positivität. Da sehen wir den Fusionspartner nicht wirklich. Macht ihr bei allen NGS, dass man sagt, da sehen wir den Fusionspartner, oder sagst du, das ist vielleicht noch etwas, das kann in Zukunft kommen, wenn wir so weit sind, aber ist noch nicht klinisch reif für die Selektion? Ich fürchte, dass ich mich da nicht ganz exakt ausgedrückt habe. Was ich sagen wollte, ist, dass das Zukunft ist. Die Wahl sozusagen der Erstlinientherapie auf Basis dieser Information würde ich derzeit nicht als Standard ansehen. Aber das ist ein Ansatzpunkt, wie wir vielleicht in Zukunft besser unterscheiden können. Wer profitiert denn unter Umständen mehr von einer Lorlatinib-Therapie, wenn ich jetzt spekuliere, dass eine Variante 3, die häufiger zu G1202R-Mutationen führt, vielleicht von einer Lorlatinib-Therapie mehr profitieren könnte. Das ist hochspekulativ, das ist nichts für die tägliche Praxis. Wir richten unsere Therapieentscheidung derzeit auch nicht nach dieser Information. NGS ist mittlerweile bei uns Routine geworden, bei allen Tumoren, bei allen nicht squamösen, nicht kleinzelligen Bronchialkarzinomen. Das heißt, wir können diese Information generieren, aber ich würde nicht sagen, dass das etwas ist, was derzeit schon wirklich Praxisrelevanz hat. Es ist ein Ansatzpunkt, aber nichts, was in irgendeiner Art und Weise schon genügend Evidenz hätte, um es zu fordern. Vielleicht hier explizit nochmal, Immunhistochemie, ALK macht ihr nicht mehr, alles Routine ins NGS. Also die Turnaround-Zeit ist so schnell bei euch, dass man eigentlich die Immunhistochemie gar nicht mehr braucht. Das ist richtig, wir haben komplett auf NGS umgestellt. Es gibt allerdings natürlich jederzeit die Möglichkeit, wenn man unter Zeitdruck steht oder wenn sozusagen eine hohe klinische Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines genetischen Treibers vorliegt, dass man natürlich eine Immunhistochemie jederzeit anfordern kann, um den Diagnosezeitraum zu verkürzen. Aber grundsätzlich muss ich persönlich sagen, dass das bei uns an unserem Zentrum mittlerweile sehr gut funktioniert und dass wir in einem klinisch absolut akzeptablen Zeitraum die Ergebnisse der NGS-Untersuchungen geliefert bekommen und daran oder danach unsere Therapieentscheidungen richten. Jetzt vielleicht noch eine Frage zur Therapie, und zwar Folgetherapie nach ALK-TKI. Du hast ja die Chemotherapie, Chemo-IO-Therapie gezeigt. Da wäre für mich noch die Frage, wir kennen sie ja von den EGFR-TKIs und nachher Immuntherapie, dass die pulmonale Toxizität zunimmt. Jetzt hast du auch die Daten gezeigt, dass die pulmonale Toxizität per se bei den ALK-TKIs erhöht sein kann. Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen? Also Switch ALK auf IO, schlussendlich in der späteren Therapielinien und pulmonale Toxizität. Also ich glaube, dass vor allem die umgekehrte Sequenz ein Problem ist, Immuntherapie gefolgt von TKI-Therapie. Da haben wir bei verschiedenen genetischen Treibern jetzt doch einige Daten gesehen, dass dann die Pneumonitis-Rate vor allem deutlich erhöht sein kann. Das ist dann ein Problem, wenn ich sozusagen argumentiere, ich beginne mal mit einer systemischen Therapie, Chemotherapie plus Immuntherapie, und wenn dann erst später mein Ergebnis der Molekularpathologie kommt, dann stelle ich auf eine TKI-Therapie um. Wenn ich das so handhabe, dann würde ich persönlich dazu neigen, die Upfront-systemische Therapie nur mit Chemotherapie zu machen und die Immuntherapie da vorläufig mal herauszulassen. Es gab auch Kombinationsstudien zu ALK-TKIs mit Immuntherapeutika, mit Checkpoint-Inhibitoren, die zum Teil auch abgebrochen werden mussten wegen hepatischer Toxizität. Also es ist insgesamt sicherlich nicht unproblematisch.
die Evidenz für eine Kombination Chemotherapie mit Immuntherapie, zum Beispiel in der Zweit- oder Drittlinie, die ist relativ schwach. Vergleichsweise noch die größte Evidenz halt aus dieser IMPower-150-Studie, wo man ähnlich wie bei den EGFR-mutierten Patienten, bei der EGFR-mutierten Patientengruppe das Gefühl hat, aus den sehr kleinen Subgruppenanalysen, dass diese Vierfachkombination hier vielleicht gut wirksam sein könnte. Aber ich glaube, das ist weit weg von einem hohen Evidenzlevel. Ich bin da persönlich sehr zurückhaltend im Einsatz der Immuntherapie, auch in dieser Vierfachkombination. Ich glaube, dass diese Patienten auch mit einer ganz konventionellen Kombination Carboplatin-Pemetrexed gut versorgt sind. Wir wissen, dass aus den Erstlinienstudien Crizotinib versus Chemotherapie, dass die Chemotherapie hier überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat. Also ich glaube, dass man hier die Immuntherapie eigentlich weitgehend heraushalten sollte. Die Evidenz dafür ist einfach zu gering. Ich habe es angeführt, weil man es natürlich rein von den Daten her in dieser Vierfachkombination auch machen kann. Aber für mich persönlich hat das hier keine Priorität. Vielleicht noch eine Frage von mir, und zwar die Resistenzmutationen und die Sequenz. Du hast das sehr schön aufgezeichnet, wie ihr das macht mit der Sequenz und der Wechsel in der Sequenz, eher neben dem Alektinib weitere Substanzen, die ihr in der Erstlinie anwendet. Und du hast das auch mit der Rebiopsie gezeigt. Ich glaube, das ist ein wichtiger, auch klinisch relevanter Aspekt, die Rebiopsie im Gewebe. Wie sieht es mit der Rebiopsie im Blut aus, das doch auch öfter einfach zugänglich ist? Ja. Da haben wir ja Probleme auch teilweise mit der Sensitivität und ähnlich. Wie handhabt ihr das? Bei wem macht ihr es und was macht ihr bei negativen Resultaten? Die Liquid Biopsy in dieser spezifischen klinischen Situation ist bei uns derzeit nicht Standard, nicht etabliert. Ich glaube, das gilt für unser Zentrum, das ist an anderen Zentren ein wenig anders. Das, was ich so aus der Community höre, ist, dass die Liquid Biopsy hier nicht trivial ist. Ich glaube, es gibt kommerzielle Anbieter, die Assays entwickelt haben, die eine vernünftige Sensitivität und Spezitivität haben. Wir aber haben derzeit auf diese Anbieter sozusagen keinen Zugriff, sodass wir nach Möglichkeit versuchen, Gewebe-Rebiopsie zu machen mit allen Vor- und Nachteilen. Ich glaube, aus den wenigen Daten, die wir haben, die versuchen zu vergleichen zwischen Gewebe-Rebiopsie und Liquid-Biopsie, sehen wir schon, dass es hier auch Unterschiede gibt. Das ist nicht ein und dasselbe. Die Liquid-Biopsie hat Vorteile, weil sie natürlich die Heterogenität des Tumors besser abbildet. Sie hat auf der anderen Seite oft Sensitivitätsnachteile oder Probleme, weil die Menge an zirkulierender freier DNA bei diesen Patienten oft einfach gering ist. Also meine persönliche Erfahrung mit der Liquid-Biopsie besteht hier nicht. Ich glaube, das ist nicht trivial. Man muss sich da wirklich bezüglich der Technik und der Diagnostik wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und diese Techniken dann auch validieren. Derzeit ist das bei uns nicht Standard. Ich darf mich recht herzlich bedanken für den exzellenten Vortrag und für die schöne Übersicht. Wie gewohnt, hervorragend, vielen Dank. Dir, lieber Georg, schöne Grüße nach Innsbruck und einen schönen Abend. Vielen Dank. Ebenso. Wiedersehen. Danke.